Hi Alexei hier, willkommen zum nächsten Video und in diesem Video möchte ich einen bestimmten Aspekt oder ein bestimmtes Eigenschaft Microsoft Teams vorstellen, nämlich die Tabs in den oder Registerkarten genannt in den Microsoft Teams Räumen und oder Microsoft Teams, ganz speziell cooler Name und ich sage immer einfach Teamräume dazu. Also wir haben ein Team hier oder Teams vor einem Unternehmen, bei Microsoft 365, nutzen Microsoft Teams und haben hier einfach Teamräume oder Teams erstellt. Als Beispiel hier für die Verwaltung, für die IT, die Tickets bearbeitet, für das Marketing-Team und so weiter und so fort. Also für verschiedene Teamabteilungen oder Einsatzzwecke habe ich dann Teams vorbereitet. Jetzt habe ich eine Art der Strukturierung. Das heißt, wenn ich ein Team drin bin, ich habe noch andere Videos erklärt, was natürlich Kanäle auch sind. Das heißt, ich Team, ich habe verschiedene Kanäle und innerhalb der Kanälen habe ich hier oben in der Registerleiste Registerkarten oder Register, ja, Tabs quasi, sage ich immer dazu. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie ein Browser und der Nutzen ist ganz klar. Also man stellt sich, ich habe ja selber einen Browser ganz normal. Und oft ist das so, dass man, kennt das vielleicht selber, wenn man etwas surft, dann kommt man auf einen anderen Gedanken, macht noch einen Tab auf, noch einen Tab, vielleicht zu einem anderen Thema nochmal, noch einen Tab auf und so weiter. Und dann hat man 3, 4, 5, 6 Browser. In den jeweiligen Browser sind dann verschiedene Tabs auf zu jedem Thema. Da kommt man komplett durcheinander. Aber es ist so ein bisschen Strukturierung da. Also das funktioniert meiner Meinung nach, ich komme da manchmal durcheinander, weil ich gerne viel Tabs aufmache und dann bin ich beschäftigt, okay, welchen Browser für welcher Tab, wo ich gerade dran war. Aber prinzipiell geht es das Thema, ich habe ein bestimmtes Thema, dazu mache ich einen Browser auf oder eine Suche, eine Internetsuche, suche ein Thema dort, mache einen zweiten Tab aus und suche vielleicht eine ergänzende Information zu diesem Thema und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe mehrere Browser, die ich dann mit verschiedenen Tabs zu dem Thema aufmache. So, und so ähnlich verhält das denn hier in Microsoft Teams, kann man das so handhaben. Als Beispiel, ich bin jetzt in der Verwaltung. Ne? So, jetzt habe ich in der Verwaltung das Thema Bestellungen oder das ist eine Art der Aufgabe in der Verwaltung und da geht es um Bestellungen von vielleicht Hardware für die Leute, PCs, Laptops, Sticks, was auch immer so man so braucht halt. Ne? Und da habe ich verschiedene, ja, bestimmte Tabs, die ich zur Verfügung stellen möchte, für die entsprechenden Kollegen in dieser Verwaltung. Das heißt, in der Verwaltung, in der Bestellung. Und da möchte ich bestimmte Zugriffe so schnell wie möglich haben. Das heißt, die Informationen, die wichtig für mich sind für die Bestellung. Als Beispiel wäre hier vielleicht ein Link zu einer externen Seite, wo ich Bestellungen durchführe. Hier wäre vielleicht ein Link zu bestimmten, einer Angebotsliste, wo ich bestimmte Konditionen mir raussuchen kann oder ich habe Konditionen vereinbart mit bestimmten Partnern und sehe, okay, hier ist dann, kriegen wir ein bestimmtes Rabatt immer dazu. Das heißt, ich habe eine Liste hier pflegen. Dann noch ein Tab, wo ich zum Beispiel Ansprechpartner drin habe, die wichtig sind für mich, für eine Bestellung und so weiter und so fort. Das heißt, diese wichtigen Informationen in der Verwaltung, in den entsprechenden Aktion oder Funktion der Verwaltung, des Teams, zum Beispiel Bestellung, habe ich bestimmte Informationen, die ich mal wieder brauche und die sammle ich in Tabs. Ne? Ich hoffe, das ist ein bisschen verständlich, ne? Logischerweise. Ne? Also, das heißt, hier kann man sich ein bisschen vorstellen, das ist ein Browser und in dem habe ich bestimmte Tabs, bestimmte Thema, was ich mir suche. Und dieses Thema ist zum Beispiel Bestellung. Oder ich habe das Thema zum Beispiel offene Tickets. Und in offene Tickets als Beispiel hier, ich habe natürlich die Beiträge, das ist immer dabei. Das heißt, hier wird diskutiert in diesem Kanal, es werden Dateien abgelegt, das ist ein eigener Tab. Das heißt, Informationen zu Beiträgen finde ich hier. Informationen zu Dateien finde ich hier, ist ein Wiki vielleicht dabei. Und dann habe ich noch Thema zum Beispiel Tickets. Das heißt, ich habe bestimmte Tickets, die das quasi drin sind, das ist die Testumgebung und diese Tickets werden von jemandem bearbeitet und wie der Status ist, da kann ich mir hier anschauen. Oder ich habe ein Ticketwand, da möchte ich mir anschauen, die wichtigsten Informationen zu offenen Tickets oder wie der Stand der Dinge ist, ist es erledigt, nicht erledigt, was auch immer, habe ich quasi eine Informationsquelle hier als Liste. So, in der Verwaltung ist es so, dass da vielleicht ein Ticketsystem, also es hat einen gewissen Link habe, wo ich quasi ein
ein Ticket aufgeben kann, eine Störung melden kann. Ich habe bestimmte Sachen, die ich in diesem Team erstellen kann darüber. Also sind jetzt Beispiel-Tabs, die einfach bestimmte Informationen halten, die ich eben zu diesem Thema benötige. Und dafür sind Tabs eine wunderbare Sache zur Strukturierung des Ganzen. Und hier sollte man sich immer als überlegen, was brauche ich denn für Tabs hier? Das heißt, welche Informationen, also in diesen Team-Tickets, in den Tickets gibt es ein Thema oder ein Job, das das Ticket-Team bearbeitet, und das sind offene Tickets. Und was braucht man hier in offenen Tickets? Welche Informationen braucht man noch als Tab zusätzlich, damit man diese bearbeiten? Vielleicht sind da natürlich Vorlagen, vielleicht sind da auch irgendwelche Dokumentationen, vielleicht irgendwelche Arbeitsanweisungen, was auch immer das sein soll. Vielleicht ein Change oder eine Ticketbearbeitung, wenn muss ich antworten, wenn ich nicht weiter weiß, oder wie ist das Vorgehen da, keine Ahnung, alles so die Informationen, die wichtig sind, um eben diesen Job tun zu können. Ja? Oder in der Verwaltung gesagt, wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel Bestellung, was Informationen brauche ich, um eine Bestellung zu bearbeiten, vielleicht alle eingehenden Bestellungen, wie gesagt, Konditionslisten zu Partnern, Konditionslisten, also Ansprechpartner, die wie wichtig sind, um etwas durchzuführen, um die Bestellung durchzuführen. Vielleicht und was anderes und Liste, wer was bestellt hat, was auch immer jetzt wichtig ist. Für Bestellungen füge ich hier hinzu. Ja? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Vielleicht auch andere Informationen, die einfach wichtig sind, um eben diesen Job zu tun. Ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden. Das muss man auch testen, muss man nutzen. Und ganz wichtig ist hier, einfach ganz klar überlegen, was brauche ich denn? Standardmäßig sind wirklich Beiträge in deinem Wiki drin. Und zusätzliche Tabs kann ich super einfach hinzufügen, wenn ich sage hier auf Plus, und dann kann ich die Registerkarte, ich sag mal Tabs, Registerkarte, und dann kann ich verschiedene Sachen nur zutun. Und hier ist natürlich, also ich habe ein bisschen zu schnell geklickt, ich klicke nochmal. Hier unten weitere Registerkarten, ich kann natürlich auch Third-Party-Apps und Informationen hier einpflegen. Das heißt, wenn ich in Apps nutze, Microsoft Teams, dann von Drittanbietern, also von Third-Party-Apps, wo ich vielleicht Amazon pflege oder irgendwelche Sachen durchführe, wo ich Informationen ablege, und die möchte ich eben hier passend in Bestellungen haben, weil es da vielleicht die bestimmte Bestellhistorie gepflegt wird, dann kann ich das hier auch als Tab bzw. Registerkarte einbinden. Also gute Möglichkeit, kann man sehr schön nutzen, um eben strukturiert das Ganze zu behandeln. Ich mache das so als Tipp jetzt nochmal, wenn ich eine Schulung zeige, dann zeige ich oft, wie man automatisiert so ein Team ausrollt und in diesem Team bestimmte Tabs, Registerkarten vielleicht schon vordefiniert sind, wo man sagt, zum Beispiel, das ist ein Projektteam, und da hat man standardmäßig für sich als Unternehmen festgelegt, welche Tabs sind wichtig für ein Projekt oder welche Tabs sind wichtig für eine Abteilung, welche Tabs sind wichtig für eine Funktion. Zum Beispiel, wenn es eine Softwareabteilung, Softwareerstellungs- oder Softwarehersteller gibt, dann müssen die eine Funktion vielleicht in Software hinzufügen, dann gibt es dafür vielleicht ein Projekt und dafür ein Team. Welche Informationen braucht man immer, um für eine Funktion zu erstellen? Vielleicht gibt es Code, wird dahinter hinterlegt, beziehungsweise Links, wo man was findet, wo es abgelegt werden soll, wie die Prozesse da sind, wie man das Ganze testet, die Vorgaben, die Vorlagen dazu, was weiß ich was. Also vorher muss man sich ganz genau Gedanken machen, welche Tabs möchte man. Ansonsten kann man das freilassen und die User, also die Owner dieses Teams, können das selber gestalten, wie sie es brauchen. Ja, aber es ist ganz schön und auch empfehlenswert, einen gewissen Standard einzuführen, damit man auch sehr gut klarkommt, wenn man als User auch die Teams wechselt, dann ist es sehr strukturiert und sehr gleichmäßig, und man kommt auch schnell klar und kann abteilungsübergreifend auch arbeiten, wenn notwendig. Ja, ich hoffe, die Information war hilfreich. Wenn ja, freue ich mich über Kommentare. Nutzen Sie das schon? Passt das? Können Sie mit was anfangen? Was verwenden Sie Tabs? Das würde mich interessieren, ganz klar. Werden diese automatisiert bereitgestellt? Ja, nein oder manuell? Lassen Sie lieber die User das machen oder machen Sie das als IT für die User, die Teamerstellung und die Tab-Konfiguration? Kommen die User mit klar? Ja, nein. Also das würde mich einfach alles interessieren. Ansonsten, wenn das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Das beweist mir, dass es gut war und dass es auch hilft. Und wenn Sie den Kanal von LineNetwork noch nicht abonniert haben, dann tun Sie es gerne, dann kriegen Sie wieder Informationen rund um Microsoft 365 Automatisierung und Geschäftsprozessen und IT-Prozessen. Das war Alexei und bis nächstes Video. Ciao.